Servus Leute, lang war es ruhig um uns. Wir sind wieder da und zwar mit der Gas S&T M870. Und wenn ihr wissen wollt, ob das Ding was taugt, dann bleibt dabei. Ich darf euch mal wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Review. So, fangen wir, glaube ich, denke ich, gleich an. Wie immer wisst ihr mit dem Lieferumfang und alles in allem. Fangen wir an mit dem Reinigungsstab, der ist natürlich dabei. Dann haben wir das Messprotokoll bei Bugatti oder von Bugatti. Da frage ich mich, wie wollen die drei Schüsse messen? Vielleicht haben die andere Chronos als wir. Dann haben wir die User Manual, also Bedienungsanleitung, das jetzt nicht irgendwie 0815 Papier ist, sondern wirklich massive Pappe. Das ist schon mal sehr schön gemacht. Und hier ist halt alles nur ein bisschen erklärt, wie was funktioniert, welche Versionen gibt es, wie was ich einstellen kann. Und hinten drauf, was ich sehr schön finde, die Explosionszeichnung. Falls mal was kaputt gehen sollte, könnt ihr euch sonstiges neu bestellen. Dann natürlich Kugeln. Ständig mal 0,20 Gramm Kunststoff, irgendwas, wie man es überall hat. Dann haben wir hier natürlich, denke ich, das Gasreservoir, also zum Inbetriebnahme. Dazu aber später bei der Funktionalität mehr, genauso wie die Hülse. Da sind drei Stück dabei, fassen jeweils 30 Schuss, je nach Schussart. Wie gesagt, später dann mehr, kann ich dementsprechend abfeuern. Genau. So, und nicht zu vergessen, natürlich die Kanone selber. Ich würde sagen, fangen wir auch gleich mit der äußeren Verarbeitung an. Aus dem Karton genommen, was ist uns aufgefallen? Was ist uns aufgefallen? Naja, ganz einfach. Also es klappert. Das ist zum einen der Repetierhebel, was in meinen Augen jetzt nicht so schlimm ist. Aber wir haben hier so ein kleines, weiß nicht, ob man es hören kann, so ein kleines metallisches Klingeln. Das kommt innen von der Feder. Also hier ist eine große Feder drin, in der Magazintube ist eine große Feder drin, in der Magazinröhre, die Shells später nach oben befördert. Zeige ich aber bei der Funktionalität und die wippt oder die schwingt dahin hin und her. Gut. Aber ansonsten ist alles sehr stabil verbaut, also wir merken nichts, dass irgendwas sich drehen lässt, knackt oder verwindet oder sonst was. Deswegen fangen wir, denke ich, gleich an mit den Materialien, die verarbeitet sind. Oder mit dem Finish an für sich. Also wir haben einmal den kompletten Außenlauf, wird ein Metall sein, also ist auf jeden Fall irgendein Zink, Metall, Aluminium oder sonst was, ist auf jeden Fall aus Metall gefertigt. Die Beschichtung auf der kompletten Waffe, weil ich es gleich einmal habe, ist sehr gut gelungen. Also ich finde es jetzt relativ kratzunempfindlich, weil wir haben es jetzt schon öfters dabei gehabt auf Spielen und ich kann jetzt erstmal nichts großartig erkennen. Daher machen es andere wesentlich schlechter. Dann haben wir hier vorne unsere erste Visiereinrichtung, die ebenfalls aus Metall gefertigt ist, was sich aber nicht irgendwie einstellen lässt. Dann haben wir hier unten eine Slingaufnahme, die ist aus Stahl gefertigt. Da könnt ihr alles Mögliche anbringen, was ihr gerade so möchtet. Dann haben wir unten, wie gesagt, die Magazinröhre. Die Magazinröhre ist ebenfalls aus Metall gefertigt, genauso wie das Gestänge vom Repetierhebel. Der Repetiergriff selber ist aus einem Kunststoff gefertigt. Hier wäre es vielleicht für mich noch schöner gewesen, wenn die ein bisschen gummierter wäre, so eine gummierte Art und Weise. Dann kann man es besser greifen, aber es ist an für sich durch diese Riffelung, kann man es auch gut benutzen. Das ist Meckern auf hohem Niveau in meinen Augen. Gut, dann gehen wir zum Gehäuse. Das Gehäuse ist ebenfalls komplett aus Metall gefertigt, genauso wie eure 22 mm Schiene und die hintere Visiereinrichtung.
kann ich hier aber schön in der Höhe ein Stück und in den Breitengraden ein bisschen einstellen. Der Magazinbügel ist ebenfalls aus Metall gefertigt, genauso wie der Abzug. Und drehen wir es mal kurz um. Der Magazinauswurfhebel, was auch immer, ist ebenfalls aus Metall gefertigt. Die Klappe für die Hülse ist auch aus Metall gefertigt und wir haben hier dann die Sicherung. Machen wir weiter mit dem letzten Rest und zwar der Stock. Also der Stock ist aus Kunststoff gefertigt, finde ich aber nicht weiter störend. Also wir haben eine kleine Spritzgussnaht. Was uns allerdings aufgefallen ist im Vergleich zu dem Federdruck, wir haben ein relativ schlankes Finish. Also wie gesagt, der Griff hier ist wesentlich schlanker als der von den Federdruck Pumpguns, was schon ziemlich arg an das Re-Steel rangeht, in meinen Augen. Ja. Wir haben hier eine leichte Applikation drin, was die Waffe sehr griffig macht. Und im hinteren Bereich hier unten noch eine Slingaufnahme. Der die Schaft, der die, der die das? Wieso? Weshalb? Die Schaftkappe im Hintergrund ist gummiert und liegt dadurch sehr angenehm und rutschfrei in der Schulter. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir alles, nee, ein was noch, und zwar haben wir hier noch unseren Magazinauswurf oder Magazin-Fake-Auswurf-Dings. Der ist ebenfalls aus Metall gefertigt. Gut. Gehen wir schnell auf die Markings ein. Wir haben unter dem Magazinauswurf haben wir das typische Bugatti-Kaliber 6 mm und das FM 5-Eck und eine kleine Artikelbezeichnung. Auf dem Schützen linken Seite haben wir hier unten eine kleine Seriennummer angebracht und das war's schon. Also mehr Markings haben wir auf dieser M870 nicht vorhanden. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Äußerliche soweit abgehakt. Machen wir, denke ich, weiter mit unseren Funktionalitäten. Besonderheit ist bei der Waffe so eine Art Magazinvorrat. Und zwar haben wir hier vorne die Magazinrohrkappe, die kann man abdrehen und kann hier, ihr seht schon, das Magazin, also die eine Hülse einbringen. Es passen in derzeitigen Zustand passen 4 Stück von den Hülsen rein. Die kann man hier nacheinander einbringen und je nachdem, wie ich sie brauche, kann ich mir die dementsprechend rausholen. Wir haben uns auch schon was besorgt dafür und zwar von G&P gibt es hier so ein Verlängerungsstück. Das kann man hier vorne aufsetzen und ebenfalls anschrauben, wenn es anzuschrauben geht. Braucht man, glaube ich, 2 Hände. Ja, jetzt geht es drauf. Wenn man dieses anschraubt, hat man eigentlich ja die lange Version von der Schrotflinte und ich kann hier zusätzlich 2 Magazine einsetzen. Also habe ich sozusagen 6 Stück im Patronenlager drin und kann die nacheinander dann raustun, um sie mir dann einzulegen, damit ich sie benutzen kann. Gut. So, beschäftigen wir uns mal schnell mit dem Feuermodus umschalten, und zwar kann man das ganz einfach einstellen, indem man den Durchladehebel nach hinten drückt, dann öffnet sich das Hülsenauswurffenster und hier ist dann ein Schieberegler. Genau, ist dann ein Schieberegler, steht das Ding nach vorne, so hat man 6 Schuss, dreht man das Ding nach hinten, hat man 3 Schuss und dementsprechend richtet sich dann auch die Energie. Beim 6-Schuss-Modus ist klar, dass die Energie abfällt, da haben wir beim 6-Schuss-Modus ca. 0,5 Joule und beim 3-Schuss-Modus so um die 1 bis 1,2, je nach verwendeten Gas. Machen wir die Waffe mal schussbereit, und zwar brauchen wir hierzu Kugeln und die Hülse und das Gas, Reservoir, Tank, schieß mich tot, wie auch immer, wie ihr das nennen wollt hier. So, als allererstes Kugeln in die Hülse, jeweils 30 Schuss. Je nachdem, was für einen Feuermodus ihr eingestellt habt, geht es schneller oder langsamer, dann sind die weg.
Wie legt man die Hülse ein? Prinzipiell auch wie bei den Federdruckversionen. Wir haben vom Schützen aus auf der linken Seite hier unten den links hier Magazinauswurfknopf, wie auch immer. Dann legt ihr die Hülse von unten ein, sodass sie hörbar einrastet. Macht das Teil zu und somit ist die Hülse eingelegt. So, jetzt werden wir noch den Gastank einlegen. Dazu müsst ihr hinten die Schaftkappe abnehmen. Das heißt, durch einen leichten Zusammendruck lässt sich diese hier abnehmen. Und jetzt kann ich hergehen und kann meinen Gastank einsetzen mit der geraden Fläche nach oben. So. Na, jetzt. Genau. Und dann mit einem kräftigen Schubs hört ihr es dann leicht zischen und dann rastet es ein gutes Stück ein. Dann nehmt ihr eure Kappe, setzt sie schön sauber wieder auf, dass sie auch hörbar einrastet und nun ist die Waffe schussbereit. Wir werden die Waffe jetzt mal durchladen. Also allein der Sound ist schon echt gut von dem guten Stück. Und jetzt werden wir die Sachen mal wieder entnehmen. Also fangen wir wieder mit dem Magazin an. Also jetzt bei einem Betätigen geht das Teil nicht auf. Ihr müsst den Hülsenauswurf einmal weiter runterdrücken. Zack, dann löst sie sich und ich kann die problemlos entnehmen. Dann gehen wir wieder hinten an die Schaftkappe. Die nehmen wir mit einem Druck einfach wieder ab. Und jetzt haben wir hier oben so eine leichte Nase hier. Und die müsst ihr nach unten drücken. Und dann kommt Folgendes. Genau. Mit einem leichten Zischen kommt euch der Gastank raus. Und ihr könnt sie, wie gesagt, entnehmen. Nochmal schnell zum Gastank. Der wird ganz einfach befüllt. Hier unten. Ganz gewohnt, Gasflasche ansetzen und auffüllen, fertig. Wir haben es schon mal ausprobiert und zwar die Tanks von der Toki Marui passen ohne Probleme. Dann die Tanks, die roten von, wie heißen die, SAC, ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall gibt es da noch jemand mit einem Tuninghersteller, dass man höhere Energien fahren kann und der Tank das aushält. Ja, die passen alle problemlos rein. Da könnt ihr, Gott weiß wie, durchvariieren, je nachdem wie ihr wollt. Gut, von den Hülsen her haben wir auch die Kümer probiert. Wir haben originale Marui probiert. Wir haben Schieß mich tot probiert. Die funktionieren auch alle ohne Probleme. Auch die von UTG, was ich gerade noch sehe, die gehen auch ohne Probleme, könnt ihr ohne Probleme benutzen. Gut. Sprechen wir noch kurz das Innenleben an. Wir schneiden es, wie gesagt, bloß kurz an. Also wie gesagt, die Waffe besitzt über ein Gassystem, das hinten über die Zuleitung, da ist so ein 6mm Schlauch drin, nach vorne in die Kammer geführt wird. Die Auslösemechanik ist hier aus Zink gefertigt. Ich blende euch die Teile mal kurz ein bisschen ein. Der Zylinder wird aus Messing hergestellt, wie gesagt, befindet sich in der Mitte von der ganzen Mechanik. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Schieberegler, die das Ganze dann variieren, abziehen oder durchladen können bei dem guten Stück in der Mitte. Und ja, dann haben wir natürlich das Laufsystem. Es ist eine Dreilaufpumpe, also wie gesagt, es sind drei Läufe verbaut mit fest eingestellten Hop-Up. Also wie gesagt, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Streuung relativ zentriert ist und man damit auf gut, also ich schätze mal so 20, 30 Meter sind Treffer auf jeden Fall möglich. Ne? Wir zeigen es euch nachher noch, weil nach dem Technikpart kommt noch der kleine Schusstest. Ein Chrono spare ich mir hier, weil es hat keinen Sinn, bei einer 3-Shot oder 6-Shot-Pumpe einen Chrono-Test zu machen. Aber wir schießen auf 25 Meter Indoor, das zeige ich euch aber dann später. Ne? Oder was heißt später, das zeige ich euch
Jetzt. So, last but not least machen wir noch schnell unser Fazit zu dem guten Stück. Also wir haben sie dabei gehabt in Ilmenau und einmal im Hangar 6, also bei Sangerhausen. Da müssen wir sagen, für relativ weitläufige Gelände eher suboptimal. Ganz klar, liegt an der Reichweite, liegt an der Streuung. Ist aber nicht unmöglich, auf jeden Fall nicht. Also da kommt es halt stehen, also prinzipiell ist das Treffer, die Treffergeschichte immer ein sehr großes Spieler abhängig. Ne? Die beste Waffe bringt nichts, wenn der Spieler scheiße ist. Ja, also wie gesagt, in Ilmenau rockt das Ding übelst krass zum Beispiel. Also in der Halle bei Reichweiten, sage ich jetzt mal, unter 20, 30 Meter ist das Ding ein totaler Hit. Es ist total geil mit dem Teil zu spielen auf relativ kurzen Reichweiten und da kann ich es ja, und dafür ist er auch ausgelegt, ganz klar. Also wie gesagt, dafür kann ich es ja empfehlen, auf diesen kurzen Reichweiten, da werdet ihr auf jeden Fall mächtig eure Freude an dem Teil haben. Also wir haben auf jeden Fall mächtig Spaß mit dem Teil gehabt auf kurzen Distanzen und ja, wie gesagt, dafür ist er ausgelegt, dafür kann ich es euch empfehlen und ja, zuverlässig, robust. Was will man mehr? Und auch nicht so teuer. Also 198 Euro kostet bei Bugatti. Link natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, das war es, glaube ich. Das war mein Stichwort. Und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Heubi, FV. Ciao.